Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Willkommen zu Menschen in München, heute aus dem Rathaus, aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Willkommen, Dieter Reiter. Ebenfalls willkommen. Dankeschön, ja. Willkommen in der Sendung und ich bin willkommen in Ihrem Büro. Jawohl. Sagen Sie, mit dem Oktoberfest gab es in letzter Zeit eine Aufregung. Ja. Die Umsatzpacht ist neu eingeführt worden bei den Wiesenwirten. Da gab es anscheinend einen Abrechnungsfehler. 2 Millionen stehen da im Raum und es steht im Raum, dass der Stadt München da ein höherer sechsstelliger Betrag verloren gegangen ist. Wie ist da jetzt der Stand? Also zum einen verloren gegangen ist uns gar nichts, weil der Betroffene Wirt ja das nachbezahlt hat. Zweitens, es geht bei dem ganzen Thema eigentlich mehr um die Verteilung zwischen den Zelten. Also wer trägt wie viel Prozent der Gesamtlasten? Die Stadt wird immer 100% ihrer Kosten decken, das wissen die Wirte auch. Und sollten sie dieses Jahr zu wenig zahlen, weil einer zu wenig Umsatz angegeben hat, naja, dann ist halt der Rest im nächsten Jahr zusätzlich zu den anderen entstehenden Kosten noch zu zahlen. Also das ist den Wirten auch klar. Es geht im Grunde um die Verteilung unter den Zelten und da gab es wohl durchaus Interpretationsschwierigkeiten dieser nicht ganz einfachen Regelung der Umsatzpacht. Ich muss sagen, ich habe von Anfang an mich einigermaßen skeptisch geäußert zum Thema Umsatzpacht, weil ich hatte auch 5 Jahre dieses Thema als Verantwortlicher, als Wirtschaftsreferent. Und wir haben damals einfach ein System gehabt, wo wir auf ganz einfachen Kriterien verteilt haben. Das mag nicht mega gerecht gewesen sein ins Letzte, aber es war von allen akzeptiert und es hat den Zweck erfüllt. Die Stadt hat 100% ihrer Kosten gedeckt, ohne nachrechnen zu müssen, ohne letztlich eine Spitzabrechnung am Jahresende machen zu müssen, sondern es ist einfach klar gewesen, alles, was wir an Kosten haben, wird gedeckelt. Jetzt wird gerade wieder darüber nachgedacht und da gibt es deutliche Stimmen auch aus dem Wirtekreis, ob man nicht wieder zur ursprünglichen Regelung zurückkehrt. Ich bin sehr gespannt. Es gibt einen interfraktionellen Arbeitskreis demnächst wieder, wo alle Fraktionen, alle, die sich mit der Wiesn beschäftigen, sich damit auseinandersetzen. Ich sage nur eins, darf nicht rauskommen, dass am Schluss der Steuerzahler irgendwelche Kosten der Wiesn übernimmt. Das ist nicht das System. Das versteht ja sowieso schon niemand, ehrlich gesagt, dass wir mit der Wiesn nicht fette Gewinne machen. Alle rechnen eigentlich damit, dass wir mordsmäßige Gewinne machen. Machen wir aber nicht. Wir wollen nur unsere Kosten decken. Weil würden wir Gewinne machen, dann wird das natürlich sofort gern genommen als Argument, warum die Preise steigen müssen. Deswegen machen wir das nicht. Aber die Kosten werden wir in jedem Fall so umlegen, dass die von den Beschickern bezahlt werden. Aber die Umsatzpacht wird jetzt noch bei den anderen Wiesenwirten auch noch mal geprüft. Also man muss jetzt mal gucken, genau, ob die anderen Wirte richtig abgerechnet haben. Da geht es natürlich jetzt tatsächlich darum, ist es ein Einzelfall? Mhm. War das ein Missverständnis oder nicht? Wenn natürlich jetzt bei 3, 4, 5 ähnliche oder andere Abrechnungsfehler, sage ich, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, vorkommen sind, dann muss man umso mehr darüber nachdenken, ob das System tatsächlich das Richtige ist. War es nur einer, der Bekannte, dann muss man natürlich sagen, dann haben es alle offenbar verstanden und er nicht. Und dann muss man tatsächlich nachdenken, was hat das für Konsequenzen für den betreffenden Wirt. Ich habe deswegen gesagt, Freunde, rechnet alle nach, weil das ist auch zugunsten der Wirte, weil dieser Anschein, glaube ich, dass die Wirte da unten die Stadt betrügen, der darf überhaupt nicht bestehen bleiben. Es geht übrigens auch nicht, aber trotzdem bleibt in der Öffentlichkeit einfach dieser Makel hängen. Und ich habe gesagt, es muss auch in eurem Interesse sein, liebe Wiesenwirte, dass wir das für alle nachprüfen und damit ihr alle mit der sauberen Weste rausgeht, damit wir das Thema endlich wieder beenden können. Denn wie gesagt, das ist das schönste Volksfest der Welt und es ist eigentlich schade, dass man halt dann das über Monate quasi unter diesem Thema diskutiert in der Öffentlichkeit. Das muss beendet werden. Da entstehen natürlich jetzt Kosten, um das prüfen zu lassen. Ja. Und die Diskussion ging ja auch dahin, wer ist dann für die Kosten zuständig, wer muss es bezahlen. Die Stadt sagt, das sollen die Wiesenwirte machen. Die Wiesenwirte sehen das nicht so richtig ein. Wo wird das dann enden? Also für mich gibt es da keine große Diskussion. Das ist eine ziemlich einseitige Diskussion. Für mich ist es völlig klar, dass das die Wirte zahlen. Das gehört genauso zu den Kosten der Wiesn. Nicht wir haben veranlasst, dass wir nachprüfen müssen, sondern das ist ein, sagen wir mal so, ein lässlicher Fehler zumindest eines Wirtes gewesen, mindestens eines, wenn es wirklich nur einer war. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Und die Kosten der Nachprüfung müssen definitiv die Wiesenwirte bezahlen. Das ist auch ehrlich gesagt eine relativ Lachnummer gewesen, wenn ich dann lese, dass wir bei Kosten, die irgendwo bei 200.000 Euro liegen, die sollen, können dann nicht die Wirte zahlen und das muss man dann auf die Preise umlegen. Der Zuschauer kann sich ja ganz einfach rechnen, man hat 200.000 Euro bei 14 Zelten, sind irgendwie 70.000 Euro durch 16 Wiesentage,
sind dann irgendwie 4.000 Euro oder 3.000, bin jetzt schlecht im Kopf rechnen. Das macht bei so einem Wiesenzelt, kann sich der Bürger, können sich die Leute, die schon mal auf der Wiesn waren, sicher ausrechnen, was wollen wir denn für 3.000 Euro Bruttoumsatz am Tag in der Wiesn erhöhen? Sollen die Zahnstocher teurer werden? Oder? Ich habe gesagt, das ist eine Lachnummer, also da will ich gar nicht drüber diskutieren. Mittlerweile, glaube ich, ist das Thema auch durch und die Wirte wissen, dass sie auch diesen Betrag werden zahlen müssen. Die Wirte sind jetzt zögerlich, ihre Daten ins Internet zu stellen. Da wollen Sie jetzt also, dass die Prüfer zu denen ins Büro quasi kommen. Haben Sie dafür Verständnis? Habe ich ein gewisses Grundverständnis, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob ich gerne meine kompletten Steuerdaten, die zwar ziemlich einfach sind, aber ob ich die einfach so in der Cloud ins Internet stellen möchte. Bei dem Kontext, den wir gerade die letzten Wochen und Monate zum Thema Hacking und sowas gehört haben, weiß ich nicht. Muss, glaube ich, auch nicht sein. Die Pflicht der Wiesnwirte ist jetzt, ihre Umsätze nachzuweisen und das kann die Prüfungsgesellschaft, denke ich, auch vor Ort einigermaßen ermitteln. Einfacher wäre es gewesen und schneller wäre es gegangen, sie hätten tatsächlich diese ganzen Daten ins Internet geladen, aber ich kann eine gewisse Skepsis dann durchaus nachvollziehen, diese Daten nicht einfach in die Cloud zu laden. Hilft ihnen aber nichts, es dauert halt ein paar Tage länger. Letztlich werden wir den Zulassungsbeschluss, und das ist ganz klar, also wer auf die Wiesn darf, erst dann fassen, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist. Und das ist nicht das Problem, das wir haben, sondern es ist eher ein Problem der Beschicker, weil die darauf warten, ob sie zum Beispiel ihren Vorverkauf tätigen dürfen. Also es liegt im Interesse der Wiesnwirte, das möglichst schnell abzuwickeln. Nun gibt es ja den einen Wirt, der also nachweislich einen sechsstelligen Betrag nachgezahlt hat. Ja. Und deshalb ist der Stadt noch nichts entgangen, das ist richtig. Inwieweit spüren Sie denn schon, dass andere Wirte mit den Hufen scharen und hoffen, dass Ihnen sowas passiert wie einem Kretz oder ähnlichen Wirten, die eben dann die Wiesn verlassen mussten? Das würde ich doch nie einem Wirt unterstellen, dass er einem Kollegen irgendwas wünschen würde, dass er da irgendwie nicht mehr auf die Wiesn darf. Aber im Ernst, wir beide waren, glaube ich, diese Woche gemeinsam bei einem großen Treffen der Innenstadtwirte. Da sind ja ein paar potenzielle Interessenten. Und unter der Hand hat man schon gehört, dass da... man hört da schon einiges, muss man aber auch gar nicht so dramatisieren. Das ist eigentlich völlig normal, wenn irgendwo tendenziell die Chance besteht, dass ein großes Wiesnzelt frei wird, in Anführungszeichen. Was ja ein Brauereizelt ist, letztlich, also der Vorschlag dann erstmal von der Brauerei kommt und dann die Stadt eigentlich nur entscheiden kann, ist der Mann zuverlässig, die Frau zuverlässig, kann man den nehmen. Aber trotzdem versuchen natürlich diejenigen, die eben kein großes Wiesnzelt haben, wahrscheinlich, weil es so ein blödes, schlechtes Geschäft ist, auf der Wiesn zu sein, gerne da rauszukommen. Also insoweit scharren da einige, aber wie gesagt, das muss man jetzt erstmal abwarten, wie es mit der Entscheidung des Stadtrats weitergeht. Müsste das denn eigentlich dann ein Wirt sein, der die gleiche Brauerei hinter sich hat? Nach unseren derzeitigen Regularien ist es ein durch die Brauerei, also in dem Fall Löwenbräu, zu vergebendes Zelt. Und das ist jahrzehntelang so geregelt gewesen. Es gibt die Brauereizelte und es gibt für die Schützenzelte und so weiter. Und daran wird sich nichts ändern. Das ist mein Kenntnisstand, also ich weiß nichts anderes. Das heißt, die Brauerei wird, wenn sie nicht den Wickelhagen, wir können sie auch mal aussprechen, benennen, dann entweder seine Tochter und den Enkelsohn benennen oder einen anderen Wirt. Das ist letztlich dann das, was die Brauerei der Stadt vorschlägt. Und der Stadtrat entscheidet im Grunde darüber, glaube ich mal, so, dass wenn da nichts Negatives vorliegt, dann wird er das, so kenne ich das jetzt jedenfalls die letzten 10 Jahre, dann auch akzeptieren. Wo der eine oder andere sich dann fragt, ist die gleiche Familie, die haben ja vielleicht die Abrechnung selber dann gemeinsam gemacht und wo man dann das Gefühl hätte, es ist sozusagen in der eigenen Familie vielleicht dann fragwürdig, das wieder zu verteilen. Das ist eine Frage, mit der wird sich der Stadtrat tatsächlich dann beschäftigen müssen. Wir kennen keine Fakten. Ich weiß nicht, wer Abrechnungen unterschrieben hat. Ich weiß nicht, wer die Belege unterschrieben hat. Das ist ja einer der Themen, die letztlich auch von der Beratungsgesellschaft geprüft werden müssen. Ja. Und danach wird der Stadtrat auf Basis dieser Fakten entscheiden. Das werden wir im Mai, denke ich mal, tun. Und vorher kann ich jetzt auch nichts sagen dazu. Ja. Ein anderes Thema, Herr Oberbürgermeister, ist das Vermieten der eigenen Wohnung. Da gibt es die Firma, die besonders Jugendliche kennen, Airbnb, reisen in Europa sehr gerne mit dieser Firma. Warum ist es für München, für die Stadt München nicht einsehbar, dass Menschen ihre Wohnungen vermieten können? Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also ich habe zum Beispiel ganz klar kein Problem damit, wenn irgendjemand einmal im Jahr für eine Woche seine Wohnung vermietet. Also
Der Unterschied ist einfach zu den Menschen, die es gewerbsmäßig tun, die also quasi eine Wohnung eigentlich dem Mietmarkt vorenthalten, indem sie es regelmäßig und über 8 Wochen im Jahr vermieten. Und so steht es auch im Zweckentfremdungsrecht. Das ist in München halt deswegen problematisch, weil wir ein großes Problem haben, nämlich nicht genug Wohnungen. Und wenn Mietwohnungen da sind, dann sind die eigentlich zum Vermieten dauerhaft an einen oder mehrere Vermieter, aber nicht zum regelmäßigen Wechsel. Ich verstehe, dass Airbnb natürlich total en vogue ist. Jüngere, aber auch ältere Menschen reisen gern so. Ich habe kein Problem damit grundsätzlich, wie gesagt, aber es darf halt nicht dazu führen, dass es quasi Mini-Unternehmer gibt, die einfach ihre Privatwohnung nicht mehr als Privatwohnung nutzen, sondern über das ganze Jahr hinweg verteilt vermieten. Das halte ich in München nicht für zulässig und das werden wir auch versuchen zu unterbinden. Sie haben ja da gerichtlich gewonnen. Also wer über 8 Wochen vermietet, ja, der macht sich strafbar. Airbnb ist, glaube ich, noch nicht ganz auf Ihrer Linie, aber Sie würden gerne auch rückwirkend erfahren, wer wie lange vermietet hat. Da haben jetzt natürlich Menschen Sorge, dass sie da in Haftung genommen werden für Dinge, die ihnen vielleicht da noch gar nicht so bewusst waren, dass sie da was falsch gemacht haben. Ja, ich glaube, da muss man mal Schritt für Schritt gehen. Also was wir jetzt im ersten Erfolg gewonnen haben, war ein Auskunftsersuchen. Das heißt, Airbnb hat uns ja nicht mal die Namen der Vermieter genannt. Und damit kann das Sozialreferat ja gar nicht überprüfen, ist hier Zweckentfremdung gegeben oder nicht, weil sie keinen Ansprechpartner hatten. Sie hatten also wenig, quasi nicht die Wohnungen und schon gleich gar nicht die Inhaber. Und alle die wir selber natürlich per Airbnb auch vom Sozialreferat ermitteln konnten, die hatten halt dann teilweise unter anderem Namen sich angemeldet oder einfach Fantasienamen. Das geht jetzt nicht mehr, weil Airbnb jetzt durch diesen Gerichtsbeschluss verpflichtet ist, uns die realen Daten zu geben. Das heißt, wir können uns jetzt gezielt mit dem Thema auseinandersetzen, wer in München wie lange Wohnungen vermietet. Und über die entsprechenden Folgen daraus muss man, denke ich mal, in Hinsicht auf die Rückwirkung sehr vorsichtig umgehen. Ich würde aber sagen, nach vorne muss es auf jeden Fall klar sein, dass wir das in Zukunft rigoros unterbinden werden. Sind heftige Preise, die da aufgerufen werden, wenn sich einer da nicht dran hält? Ja. So eine 500.000 Strafe. Ja, das ist. Es gibt ja Leute, die machen das nicht nur mit einer Wohnung, sondern die machen es auch noch mit mehreren Wohnungen. Die haben da quasi einen richtigen Nebenerwerb. Und wenn man sich mal überlegt, was so eine Wohnung während der Wiesn, weil wir gerade darüber geredet haben, einbringt am Tag, dann kann man sich schon sagen, das ist schon ein Geschäft. Und deswegen muss auch die Strafe, damit sie abschreckend ist, auch einigermaßen hoch sein. Das halte ich für angemessen. Und wir wollen in München halt einfach nochmal, ich will nochmal sagen, wir wollen doch niemandem sein Zubrot verbieten. Das ist alles okay. Aber es kann nicht sein, dass wir Mietwohnungen plötzlich jetzt auch nur dem ohnehin knappen Mietmarkt entziehen, dadurch, dass Menschen da das ganzjährige Geschäft machen, wohnen ganz woanders und haben hier in München Mietwohnungen. Das versuche ich zu unterbinden. Gibt es irgendwie eine Schätzung, wie viele Vermietungen da bei Airbnb in München stattfinden? Also Tausende jedenfalls, ganz sicher. Also wir hatten mal eine Zahl, aber die ist auch sehr suspekt, weil wir nicht genau wussten, eben, weil wir die Daten halt nicht kannten. Das können wir jetzt alles viel genauer ermitteln, aber es sind sicher Tausende in München. Ganz, ganz hundertprozentig. Wann glauben Sie, wird das in Kraft treten? Also wenn Sie müssen ja jetzt nochmal gegen Airbnb irgendwie vorgehen, damit Sie die Daten kriegen, ne? Ja, das wird jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist Rechtsbehelf eingelegt, nehme ich mir an. Ansonsten hätten wir jetzt quasi ein Urteil, das Airbnb ja verpflichten würde, uns die Daten zu geben. Ich gehe davon aus, das Sozialreferat hat die Firma jetzt, das Unternehmen muss man in dem Fall schon sagen, den Weltkonzern müsste man wahrscheinlich eher sagen, Airbnb angeschrieben und um entsprechende Auskünfte erbeten. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Kampf noch nicht ganz beendet sein wird, denn auch Airbnb weiß natürlich, was das bedeutet. Wenn München hier ein Urteil erficht und in München das Zweckentfremdungsrecht so quasi deutlich umgesetzt wird, dass sie das natürlich durchaus in Umsätzen in anderen deutschen Großstädten ebenfalls auch merken würden. Deswegen glaube ich, dass das noch ein bisschen längerer Rechtsstreit werden wird. Wir versuchen jedenfalls das, was wir tun können, um einfach das zu vermeiden, dass Mietwohnungen einfach in München nicht mehr dem Mietmarkt zur Verfügung stehen. Das glaube ich, in jeder Veranstaltung, überall, wo ich hin bin, höre ich das gleiche Thema. Wir haben zu wenige Wohnungen und da kann man einfach nicht zuschauen. Herr Oberbürgermeister, lassen Sie uns über Ihre Partei sprechen, die SPD. Bayernweit kam jetzt als letztes heraus, dass die SPD bei 6% gelandet ist.
Das war die jüngste Forsa-Umfrage. Sie haben auf Ihrem Parteitag sehr dafür gekämpft oder deutlich darüber nachgedacht, dass Ihre Partei verjüngt werden soll. Wie verjüngt man eine Partei, die ungefähr im Durchschnitt 56 Jahre alt ist in der Fraktion, glaube ich? Also das ist ein Aspekt, muss vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen der bayerischen SPD und der Münchner SPD. Die bayerische SPD hatte mit Natascha Konin ja eine, jedenfalls aus meinem Blickwinkel, junge Kandidatin. Also es ist nicht nur eine Altersfrage. Wir reden auch von jungem Denken, von jungen Ideen, von jungem Auftreten. Das ist nicht durchgängig der Fall gewesen, das muss man einfach so sagen. Und Professionalität hat auch ein bisschen gefehlt. Das trifft jetzt insbesondere vor allem die Bundes-SPD, die uns da quasi kein Fettnäpfchen ausgelassen hat, um uns die Wahl da etwas zu erschweren. Das ist ausdiskutiert und zwar nicht angekommen in der Bundes-SPD, weil ich lese jetzt jeden Tag wieder die nächsten Personalquerelen und das ist sowas von unprofessionell, dass man es eigentlich gar nicht mehr erfassen kann. Also würden wir in der Münchner SPD auch so arbeiten, dann würde morgen irgendjemand aufstehen und sagen, ich tritt gegen den Dieter Reiter an. Der kann das nicht. Das wäre ungefähr der gleiche Vorgang, wie was wir gerade im Bund wieder erleben. Das ist einfach, Herr Gabriel wird wieder hervorgeholt. Ich schätze den Sigmar Gabriel. Ja. Und ich glaube auch, dass man darf über alles nachdenken in der aktuellen Situation, in der schlechtesten Situation, die die SPD jemals erlebt hat. Aber man muss das hinter verschlossenen Türen tun und nicht als Frontalangriff jeden Tag medial. Was soll denn das bringen, wenn ich meine Spitzenkandidatin, meine Chefin ständig anschieße von der Seite? Wir hätten es eigentlich seit 2017 lernen müssen im Bund, dass das niemand weiterbringt. Wenn wir ständig einen Kandidaten hernehmen, dann sägen wir ihn wieder ab und nehmen den nächsten. Das ist einfach total unprofessionell und ich verstehe die Leute auch nicht, die eigentlich alle lang Politik machen, die eigentlich wissen müssen, dass das niemand weiterbringt. Das wird unsere Partei kein halbes Prozentpunkt mehr bringen, weil sollen uns die Leute dafür wählen, dass wir über Personal streiten. Ich versuche in Münchner Politik zu machen mit meiner Fraktion, wo wir Sachinhalte sagen. Wir sagen, wir machen was für die Mieter, wir machen was fürs Mietrecht, wir bauen U-Bahnen, wir diskutieren und streiten mit anderen, was alles passieren muss. Aber inhaltlich, das ist das, wo die Leute dann unterscheiden können, wähle ich jetzt den oder den. Die SPD kann ich derzeit dafür wählen, dass sie einen Kandidaten nach dem anderen schlecht reden. Wer wählt die SPD dann dafür? Nein, es führt auch dazu, dass wenn gute Ideen da sind, wie zum Beispiel mein Freund Heil, der jetzt was von einer Rente, von einer Grundrente sagt, was in München vielen, vielen tausend Menschen helfen würde. Das tritt total in den Hintergrund, weil sofort wieder große Schlagzeile wieder ist, dass der eine gegen den anderen und diejenige gegen jeden trifft. Wenn Sie das nicht fertig kriegen, dass jetzt endlich mal Schluss ist mit diesen Personalquerelen und dass endlich die Inhalte wieder transportiert werden können, dann wird uns kein Mensch mehr wählen. Dann sehe ich die Spirale nicht nach oben, sondern nur nach unten gehen. Das kann gar nicht anders sein. Aber das bedeutet ja auch, dass Sie schon sehen, dass die Bundespolitik sogar, also nicht nur auf die Landespolitik, ja, sondern auch auf die Kommunalpolitik abfärbt. Selbstverständlich. Die Leute unterscheiden zu Recht eine zwangsläufige, die hören halt SPD. Und was fällt Ihnen bei SPD ein? Das, was Sie in den Nachrichten sehen, das, was Sie in Fernsehsendungen sehen, das, was Sie in der Zeitung lesen. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, sehe wieder eine, der gerade gegen den anderen schießt oder eine, die gegen den anderen schießt, dann ist das nichts, was bei den Leuten hängen bleibt, außer die sind total zerstritten. Leider bleiben die Sachthemen da einfach im Hintergrund. Und das halten uns die Leute natürlich auch als Münchner SPD vor. Es gelingt uns aber Gott sei Dank, dass wir trotzdem, und das ist die langjährige Erfahrung, ist aber auch meine persönliche Erfahrung jeden Tag, die Leute dann schon im zweiten Nachdenken differenzieren und sagen, ihr macht es ja Gott sei Dank ein bisschen anders hier in München. Wir versuchen wirklich, jedes unserer Maßnahmen auch wirklich zu transportieren und nicht über Personal reden. Und das Verjüngen am Parteitag, ja, es braucht frische Ideen. Es braucht, glaube ich, auch ein bisschen positiveres Auftreten. Das haben uns die Grünen vorgemacht, muss man jetzt einfach mal sagen. Wollte ich jetzt gerade ansprechen. Ja. Also wenn wir die letzte Landtagswahl uns angucken und die Ergebnisse dann hier in München, dann sind ja plötzlich wirklich die Grünen vor allen anderen Parteien hier in München stark gewesen. Ja. Sind jetzt die Grünen ihre härtesten Konkurrenten? Ja, zumindest kann man das nicht ausschließen, würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich meine, das sind ja keine Umfragen, sondern das ist die einzige Umfrage, die mich wirklich auch immer interessiert, nämlich echte Wahlergebnisse. Ja. Und die haben gesagt, dass die Grünen über 30% in München haben. Das heißt, 30% der Münchner Wählerinnen und Wähler haben die Grünen gewählt. Und da denkst du dir schon, ich habe ja
besten Zugang hier zum Marienplatz und habe einige Wahlveranstaltungen der Grünen hören dürfen. Mhm. Und mir überlegt, was sagt man jetzt gerade, welchen Inhalt präsentieren Sie denn gerade? Es fiel schwer, irgendwas zu erkennen, außer gute Laune. Und Sie haben tolle Plakate gehabt, Sie haben, glaube ich, den besten Wahlkampf gemacht. Mit Inhalten haben Sie sich nicht so sehr befasst, jedenfalls nicht mit konkreten. Mussten Sie aber offenbar nicht, weil da kam das, was ich gesagt habe, jung, frisch, durchaus positiv, optimistisch. Das kommt dem Münchner Lebensgefühl natürlich total entgegen. Und ich glaube, auch das muss die SPD lernen. Wir sollten weniger über das reden, was uns selber in 2% noch nicht gefällt, sondern vielleicht über die 98%, die wir ganz gut gemacht haben die letzten Jahre. Und ich habe meiner Partei ja immer empfohlen, darüber nachzudenken, zu sagen, München ist nach wie vor die beliebteste Stadt Deutschlands und wir regieren in dieser Stadt seit über 50 Jahren ununterbrochen. Da muss ich jetzt nicht dauernd darüber nachdenken, was ich denn alles falsch gemacht habe, was nicht heißt, dass ich nicht reflektieren darf, was noch besser geht. Aber wir müssen einen Wahlkampf führen, wo wir auch mal das Positive herausstellen. Das ist, glaube ich, etwas, was die SPD seit vielen Jahrzehnten auf allen Ebenen nicht so gern macht. Ja, weil vor allen Dingen eben die beiden Top-Themen Verkehr und Wohnen diese belastenden Themen für München halt auch sind. Nicht? Ja, ja, klar. Aber das kannst du natürlich auch sagen, also gerade Wohnen. Also wenn ich denke, was wir im vergangenen Jahr wirklich unter unserer Federführung für die Mieter getan haben, also wirklich Mietrechtsbeschlüsse gefasst, eine eigene Mietpreisbremse eingeführt, Abwendungserklärung verschärft, damit die Gentrifizierung zurückgefahren wird, damit nicht so leicht Eigentum gebildet werden kann und Mieter damit vertrieben, damit Luxussanierungen weg sind, haben wir alles beschlossen in einem Jahr, einfach wirklich pro Mieter. Das muss man in den Vordergrund stellen. Das ist das, was man tun kann. Und ich habe ja immer, und sage ich auch in allen Veranstaltungen, wer mir eine bessere Idee noch hat, was wir tun können, raus damit. Ich mache da quasi alles mit, weil mir die Mieter total am Herzen liegen, weil ich möchte halt gern, dass die Menschen, die in München geboren sind, auch noch in Zukunft in München leben können. Bringen tut es ja eigentlich gar nichts, wenn man noch mal zurück überlegt. Also die letzten 20 Jahre hätte man ja vielleicht schon mal weise voraussehen können, dass es vielleicht eng wird in München und man nicht genug Wohnungen hat. Aber so what? Da hinten stehen ein paar Bücher von Hans-Jochen Vogel, von Schorsch Gronawitter. In jedem dieser Bücher gibt es ein Kapitel, das lautet Wohnungsnot. Ja. In jedem. Das geht also los 1964. Und auch damals, da hieß es dann 30.000 Wohnungen zu wenig, 40.000 Wohnungen zu wenig. Also genug Wohnungen, die bezahlbar sind, gab es in München im Grunde noch nie. Das ist aber auch wenig beruhigend für die, die eine suchen. Klar. Aber es hilft uns auch nichts zurückzuschauen und sagen, hätte da die Ware, würden wir in Bayern sagen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und das war immer meine Prämisse, wir müssen was tun und nicht darüber diskutieren. Ist aber gerade beim Wohnthema natürlich in München auch nicht ganz trivial, weil die Begeisterung der Bevölkerung über Wohnprojekte geht immer dann gegen Null, wenn sie zufällig auf der anderen Straßenseite sind. Ja, muss man halt auch feststellen. Wir stehen ja quasi 13 Monate vor der nächsten Kommunalwahl. Sie werden es sehr wahrscheinlich mit zwei Frauen zu tun kriegen, von der CSU und von den Grünen. Wie sehen Sie das? Naja, ich hatte ja 2014 schon eine Gegenkandidatin, Sabine Nallinger von den Grünen, jetzt sind es wahrscheinlich zwei Frauen. Ist zeitgemäß, würde ich mal sagen, was soll daran falsch sein? Ist auch nicht so überraschend. Das sind halt jeweils die Versuche der Parteien, die Besten nach vorn zu bringen. Wenn es jeweils zwei Frauen sind, dann ist es nicht ungewöhnlich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Verändert auch mein Verhalten in keinster Weise. Ich glaube, das wird ein sicher fairer Wahlkampf. Ich glaube nicht, dass da auch nur Ansätze von Dingen unter der Gürtellinie stattfinden werden, weil dazu kenne ich die beiden Damen auch zu gut und das ist auch nicht mein Stil. Deswegen glaube ich, wird es ein sachorientierter Wahlkampf werden und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass ich gute Argumente habe, weil 5 Jahre das ganz gut geklappt hat in dieser Stadt. Aber wie gesagt, da freue ich mich drauf, weil das ist das Schöne an der Demokratie. Die Menschen kriegen Alternativen. Jetzt haben sie auch noch geschlechtliche Alternativen, altersmäßige Alternativen, alles gut. Die Münchnerinnen und Münchner sollen sich den oder diejenige raussuchen, die sie glauben, dass es am besten kann. Und ich werde versuchen zu beweisen, dass es ich bin. Ja, und Sie haben auch natürlich den Vorteil, Oberbürgermeister zu sein. Was natürlich schwierig werden könnte für Sie ist, wenn Sie wieder gewählt werden sollten als Oberbürgermeister, dass Sie im Stadtrat, also wenn man sich jetzt die Forsa-Umfragen anguckt, dass da eben dann tatsächlich die SPD nicht mehr so stark ist und Sie dann entweder sich einen anderen Partner suchen müssen oder eben gegen eine andere Mehrheit regieren müssen.
Ja, das ist natürlich ein weiter Transfer, aber ich nehme den Faden gerne auf. Sollte ich also nochmal gewählt werden, dann hoffe ich natürlich schon, dass ich den Münchnern und München auch irgendwie klarlegen kann, dass der Oberbürgermeister ohne eigene Mehrheit oder ohne eine eigene starke Partei natürlich sehr das, was er sich selber vornimmt und was man mir dann ja offenbar auch zutraut, natürlich schwer umsetzen kann. Das heißt, es muss schon eine Verknüpfung geben, auch zu meiner Partei. Und was danach passiert, was der Wähler uns beschert, das habe ich 2014 schon nicht prognostizieren können und ist auch ganz anders rausgegangen, als ich mir das gedacht hatte. Und das werde ich jetzt auch einfach so nehmen, dann wie es kommt. Mhm. Ob es überhaupt noch Zweierkonstellationen gibt, in welcher Farbenlehre auch immer, das weiß jetzt auch niemand, ganz ehrlich. Das wird sich herausstellen. Mhm. Die Umfragen zeigen ja nicht eindeutig dahin, dass es jetzt noch für die beiden Großen in Anführungszeichen reicht, jedenfalls nach der letzten Wahl Großen. Deswegen wird es sehr spannend werden, wie das weitergeht. Ja. Aber das ist dann der nächste Schritt. Wie gesagt, wenn ich 2020 die Münchner wieder zum Oberbürgermeister wählen, werde ich in aller Ruhe und deutlich mehr Gelassenheit, als es 2014 war, das Thema angehen. Ich habe mir mal aus Ihrem Parteitag so ein paar Forderungen rausgeschrieben, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie da eigentlich Ihre Stellung zu ist. Also zum Beispiel, dass es einen Münchner Mindestlohn geben soll, wurde da zum Beispiel angesprochen auf dem Parteitag. Ist das? Naja, wir wissen alle, dass München eine sehr teure Stadt ist. Die Lebenshaltung ist in München halt einfach teurer als in der Uckermark oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen finde ich also erstmal bin ich froh, dass es eines der letzten Dinge, die SPD wirklich richtig gut gemacht hat im Bund, den Mindestlohn gelungen ist, den Mindestlohn einzuführen. Er wird auch immer mal wieder betragsmäßig angepasst, aber halt in, sagen wir mal so, in sehr kleinen Schritten. Und wer jetzt, ich glaube, 8,90 Euro oder sowas, was er jetzt gerade ist, das macht dann irgendwie 1200 Euro im Monat brutto aus oder 1250. Das ist in München, ja, wie sagt man so schön, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Also insoweit kann man schon sagen, dass alle Menschen, die vom Mindestlohn ausschließlich leben müssen, wohl kaum mit einem Job auskommen können in München, wenn sie allein verdienen und von alleinerziehenden Müttern oder sowas wollen wir gar nicht reden. Das ist also unglaublich. Deswegen glaube ich, wäre es schon eine vernünftige Idee zu sagen, wir müssen auch dort, wo es boomt, wo die Menschen sich ballen, wo es aber auch Business ist, da muss man höher in den Mindestlohn gehen, denn die dann mehr Mindestlohn zahlen müssten, die verdienen in München, glaube ich, auch ein ganz deutliches Stück besser als in den genannten anderen Landstrichen dieser Republik. Deswegen halte ich es auch nicht für unmutmäßig. Also darüber muss man nachdenken. Gefahr ist natürlich, dass die Unternehmen dann anfangen zu zucken und sagen, oh, in München musst du Mindestlohn zahlen, da gehe ich lieber woanders hin. Ja, sagen wir mal so, die Geschichte kenne ich seit über 15 Jahren. Das hatten wir bei der Gewerbesteuer. Damals die CSU als Opposition noch quasi im Monatsrhythmus uns vorgehalten, wow, wenn wir jetzt den Gewerbesteuerhebesatz erhöhen, dann laufen uns die Unternehmen davon. Die Geschichte zeigt, das pure Gegenteil ist der Fall gewesen. Wir haben auch jetzt noch, obwohl die großen Unternehmen wissen, dass unsere Rahmenbedingungen deutlich teurer sind, riesige Unternehmen, Weltkonzerne, die nach München kommen, wo ich die schon beim Telefonat frage, wieso kommt der eigentlich nach München, geht halt irgendwo in die Region. Sie wollen die schon gar nicht mehr haben. Sagen wir mal so, jedenfalls vergönne ich der Region durchaus auch das ein oder andere Unternehmen, wenn sie dann auch dafür sorgen, dass die Menschen bei ihnen wohnen können, wir Verkehr sparen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Argument wäre, das wirklich ziehen würde. Die andere Forderung, die da gestellt wurde auf Ihrem Parteitag, ist, dass man, wenn man sich als Unternehmen vergrößert, dass man dann auch für Wohnraum sorgen muss. Etwas, was Sie unterstützen? Ja, das war meine Idee. Weil ich gerne werbe und wirklich für Akzeptanz und für Unterstützung werbe bei großen Unternehmen beispielsweise. Ich habe sie jetzt demnächst nochmal alle eingeladen, alle großen Arbeitnehmer in dieser Stadt, alle über 500, sind etliche über 500 Beschäftigte. Und ich werde da nochmal werben. Aber irgendwann ist meine Geduld dann auch endlich. Und immer nur zu bitten, ist auch nicht mein ureigenstes Naturell. Und dann habe ich gesagt, also in Zukunft muss man halt dann überlegen, ob es rechtlich nicht verpflichtend machen kann, dass wenn jemand Gewerbe ausweisen will oder Fläche braucht, der gewerbliche, zur Erweiterung, dass er das nur noch dann genehmigt bekommt, wenn er mir auch erklärt, wo seine Menschen, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann künftig wohnen werden. Ich halte das für eine zulässige Verknüpfung, denn man kann doch nicht einfach sagen, ich will prosperieren mit meinem Unternehmen, meine Umsätze steigern. Und das Problem, das lade ich jetzt mal bei der öffentlichen Hand bei der Stadt ab. Die sollen sich gefälligst darum kümmern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwo in dieser Stadt einen vernünftigen Wohnraum finden. Das will ich auf Dauer nicht mehr zulassen. Und deswegen habe ich mein Planungsreferat gebeten, das rechtlich abzudichten, dass wir das machen können. Das werde ich auch ankündigen. Denn ich meine, günstigen Wohnraum
das muss man auch mal an der Stelle sagen, kann ja eigentlich nur von der Stadt angeboten werden bis jetzt. Ne? Richtig. Also das ist ja der Privatmann. Wobei, versucht ja ein Geschäft. Es gab es früher auch schon mal anders. Wie wir wissen, es gab 100.000 Werkswohnungen in dieser Stadt, ja, weil die Unternehmen schon mal in den 80er Jahren erkannt hatten, dass sie quasi Arbeitskräfte nur dann bekommen, wenn sie auch Wohnen anbieten. Mhm. Das hat sich dann irgendwie verlaufen und man hat das Ganze zu Geld gemacht. Will ich gar nicht kritisieren. Mhm. Aber jetzt muss man umdenken, weil wenn ich, egal wo ich hingehe, höre ich, wir haben Fachkräftemangel, wir haben kaum noch Leute. Da müssen die Unternehmen selber mit ran. Und müssen, die müssen ja nicht selber Häuser bauen, sondern es mir reicht durchaus, wenn sie Aufträge geben oder Belegrechte kaufen oder Genossenschaften gründen. Das geht auch, die können alle Wohnungsbaugenossenschaften gründen. Und ehrlich gesagt, warum alle Investoren sich um München reißen, die machen das ja nicht, weil sie altruistisch unterwegs sind, sondern die verdienen ja auch Geld. Warum soll es ein großes Unternehmen denn negativ sehen, wenn sie hier in München Wohnraum schaffen? Das kann auch in der Bilanz durchaus positiv sich auswirken. Sie sind auch einer, der die Unternehmen auffordert, mal über die Gehaltsstrukturen in ihren Unternehmen nachzudenken, wo man dadurch natürlich auch ein angenehmeres Lebensgefühl bekommen könnte, wenn die Gehälter leicht ansteigen. Wie ist da die Resonanz der Unternehmen, wenn Sie sowas in der Öffentlichkeit sagen? Ja, überschaubar fröhlich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, aber man muss das einfach mal nochmal erklären. Wenn von mir immer bezahlbarer Wohnraum verlangt wird, sage ich, ja gut, das hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite muss die Stadt versuchen, günstigen Wohnraum zu schaffen, aber man kann natürlich auch sagen, das Ding hat auch eine andere Seite, nämlich was für den Einzelnen bezahlbar ist, hängt schlicht und ergreifend davon ab, welchen Prozentsatz seines Monatsgehalts muss ich für Miete aufwenden. Wenn man die besser bezahlen würde, die Menschen, und gerade die, die in unteren und mittleren Einkommenssegmenten sind, dann ist das Thema bezahlbar plötzlich wieder anders. Also nur allein auf die öffentliche Hand zu schauen und sagen, ihr müsst viel, viel tausend Wohnungen mehr bauen, geht nicht, sondern da muss man auch auf der Gehaltsseite, denke ich mal, einfach mehr tun, wenn man gerade in diesen unteren Einkommensgrenzen, wir haben gerade über Mindestlohn geredet, überhaupt noch Personal kriegen will. Gastronomie, Hotellerie, alles Dinge, wo überwiegend Mindestlohn bezahlt wird. Da wird es ein Umdenken geben müssen, da bin ich sicher. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Oberbürgermeister, die Menschen sind irritiert. Auf der einen Seite heißt es, die Luft sei schlecht. Und es wird gerade auch in München, werden die Werte laufend überschritten. Und auf der anderen Seite hört man dann von 100 Fachärzten, Lungenspezialisten, dass das alles Bluff ist. Wie gehen Sie damit um? Was sind Ihre Werte? Beziehungsweise wo wird hier gemessen und wird hier in der Stadt an den Stellen gemessen, wo es Sinn macht? Also erstmal muss ich sagen, dass ich natürlich vollkommen verstehe, dass die Leute völlig irritiert sind. Was da in dem Thema die letzten zwei Jahre gelaufen ist, das ist eigentlich nicht mehr zu beschreiben, ganz ehrlich. Es geht jetzt los mit der Bundespolitik, dann mit der Automobilindustrie. Ich hatte selber 3, 4 Treffen mit der Bundeskanzlerin und die Fortschritte sind mega überschaubar, ganz ehrlich. Vor allem ist es tatsächlich diametral andere Auskünfte im 3-Monats-Rhythmus. Mhm. Ich werde mich nicht an der wissenschaftlichen Debatte beteiligen, dazu bin ich leider nicht befähigt. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob 30, 40, 50 Mikrogramm NOx mehr oder weniger schädlich sind. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass eine höhere Schadstoffbelastung eher mehr schädlich ist. Aber ich will mich da ausdrücklich nicht einmischen. Aber ich bin gewählter Beamter, habe einen Eid auf meine Verfassung abgeschlossen und ich halte mich an Gesetze. Und das ist das, was ich da zu tun habe. Das heißt, wenn klar ist, so wie es vor 2 Jahren ausgeschaut hat, 2017, dass wir in dieser Stadt an 80 Messstellen, also quasi über fast die ganze Stadt, dann am Fünftel des gesamten Streckennetzes über 100 Kilometer diese Grenzwerte überschreiten, dann kann ich als rechtstreuer Oberbürgermeister nicht einfach sagen, das ist mir wurscht. Das geht nicht. Also muss man reagieren. Wie weit können Sie sich denn vorstellen, dass Sie reagieren? Also fangen wir mal mit der Altstadt an. Können Sie sich vorstellen, die Altstadt zur autofreien Zone zu machen? Also ich kann mir vorstellen, dass es mittelfristig auf jeden Fall in der Altstadt deutlich weniger Autos geben wird. Autofrei ist ein Begriff, der gern über die Zunge geht, mir auch, gebe ich zu, aber ganz autofrei wird die Altstadt nicht werden. Es gibt einfach Notwendigkeiten, wir brauchen die Taxler, wir brauchen für die Menschen, die geh- und stehbehindert sind, die Möglichkeit reinzufahren, wir brauchen für Arztbesuche Möglichkeiten, wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Menschen, die dort wohnen, auch
einen Zugang zu ihrem Haus haben, also auch mit dem Auto zu einer Garage kommen. Lieferverkehr, ihr braucht es, weil die Waren ja nicht in den Geschäften wachsen. Kann man zwar zeitlich limitieren, machen wir ja in der Fußgängerzone auch. Ja, eben. Aber es muss viel, viel weniger werden. Und ich denke, da muss die Alternative auch besser werden. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr und der Fußgängerverkehr muss besser angebunden werden. Das ist ein Thema, das wir angehen wollen, sage ich ganz ehrlich. Aber vielleicht noch ein Satz zurück zum Thema Diesel. Ich bin 2017 ja quasi auch rausgegangen und habe gesagt, also wenn es nicht anders geht, müssen wir auch die Innenstadt sperren oder die jetzige Umweltzone sperren für Diesel. Mhm. Weil ich der festen Überzeugung war, es gibt keine andere Lösung. Habe aber gleichzeitig, weil mir diese mathematische Gleichung nur schwer nachvollziehbar war, dass man beispielsweise aus der Messung vom Stachus hochrechnen sollte, was in der XY-Straße in Trudring für Überschreitung stattfindet. Das habe ich nur schwer verstanden und gesagt, lass uns doch selber messen. Habe dann auch sehr schnell den Stadtrat davon überzeugen können. Haben wir 20 Messstationen aufgestellt. Und was ich jetzt eben nach dem ersten Jahr dieser Messungen, weil es ja um einen Jahresmittelwert geht, deswegen konnten wir das auch nicht schneller machen, erfahren habe, ist halt, dass die Berechnungen jedenfalls für München unzutreffend sind. Und die tatsächlich gemessenen Werte sind deutlich niedriger. Erstmal eine ganz gute Nachricht, weil es nämlich bedeutet, dass die Luft viel besser ist, als wir es ursprünglich angenommen haben. Mhm. Insbesondere in den Wohngebieten ist sie deutlich besser, als es zumindest die Berechnungen gezeigt haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass wir jetzt die Stadt großflächig sperren, wenn wir statt bei 80 bei 4 Überschreitungen in dieser Stadt sind, ja. Straßen. Was man jetzt überlegen muss, was macht man an den 4 Stellen? Auch da halte ich eine Sperrung ehrlich gesagt nicht für den richtigen Weg, weil wenn Sie ein Stück Straße sperren, das weiß ja jeder, dann gibt es 2 Möglichkeiten für den Autofahrer. Der denkt sich, da fahre ich jetzt trotzdem durch, weil 500 Meter, da wird mir jetzt schon keiner kontrollieren. Oder ich fahre halt dann außen rum. Beides keine guten Lösungen. Deswegen glaube ich, müssen wir über Alternativen nachdenken, die eher schauen, kann man beispielsweise mit technischen Vorrichtungen, mit Begrünung, von mir aus mit Tempo 30 irgendwie Verbesserungen erzielen, um Streckensperrungen einfach generell zu vermeiden. München ist ja nun eine Autostadt, auch in dem Sinne, dass hier Autos produziert werden. Und Sie sind ja als Oberbürgermeister sicherlich auch mit den Vorständen immer mal wieder im Gespräch und werden Sie ja auch auf Ihre Verantwortung ansprechen, die Sie den Verbrauchern gegenüber haben. Wie ist da die Reaktion? Also unser Autohersteller beispielsweise ist bei dieser Runde, die wir da haben zum Thema autofreie Altstadt, selber mit dabei. Und nicht nur der Autohersteller, sondern auch ein großer Lkw-Hersteller. Also die haben die Zeichen der Zeit schon erkannt. Die wissen auch, dass wir umsteigen müssen, dass wir umsteuern müssen. Natürlich haben sie sich erstmal nicht begeistert gezeigt, dass ich gesagt habe, wir sperren die Stadt für die Diesel, weil das natürlich einen relativen Absatzknick kurzzeitig ausgelöst hat für die Dieselfahrzeuge. Ich glaube aber, dass man auch durchaus sagen kann, dass wir in München alles tun werden, auch weiterhin, um einfach für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gesunde Luft zu ergattern. Aber ich werde auch nicht mehr tun, wie was sein muss. Also ich werde jetzt nicht, weil ich die Autofahrer gerne ärgern möchte, Straßen sperren. Weil das natürlich auch irgendwie eine Signalwirkung hat, was hier in München passiert. Und die Autoindustrie natürlich für uns als Wirtschaftsfaktor eine riesige Rolle spielt. Nicht? Selbstverständlich. Wird gar nicht bestritten. Zigtausende Arbeitsplätze allein unser Hersteller BMW insoweit. Ich habe jetzt gelesen, Stuttgart schafft jetzt 50 Messstationen an, weil München eben gemessen hat. Ja. Sage ich mal, gut. Hätte man auch ein bisschen früher machen können, nachdem Stuttgart ja mindestens genauso schmutzig ist, also vermeintlich war wie München. Aber jetzt wird gemessen und ich glaube, diesen Trend wird es jetzt in den großen Städten geben. Wir haben noch 20 zusätzliche Messstationen jetzt aufgestellt in München, also dass wir jetzt 40 haben. Ich glaube, du kannst die Bürger auch von der Maßnahme eher dann überzeugen, dass es sein muss, wenn du sagst, wir haben da richtig gemessen und nicht irgendeine Hochrechnung gemacht. Und ich glaube, dass sich das Dieselthema dann auf die Art und Weise auch so vernünftig lösen lässt, dass wir in Zukunft für saubere Luft sorgen können, obwohl noch Diesel fahren. Irgendwie ist es ja doch vernetzt mit autofreien Zonen, mit der Einschränkung, was eben da doch alles noch hinein muss. Wir haben einfach mal ganz konkret gefragt, Dienerstraße, Tal, sind das so die nächsten Straßen, die damit rechnen müssen, dass der Verkehr da zurückgedrängt wird? Ganz konkret gesagt, ja. Also Dienerstraße ist für mich das allererste, da werden wir meines Erachtens nach der Baustelle gar nicht mehr aufmachen und das Tal wird eine schöne Fußgängerzone, so wie wir es in der Senninger Straße auch gesehen haben. Gut,
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, dass wir einmal wieder durch vier interessante Themen mit Ihnen durchsteigen konnten. Danke. Herzlichen Dank, danke auch. Und Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.